herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange. Etwas ist passiert. Ich spiele tatsächlich jetzt auf dem PC und wir spielen jetzt auch relativ flüssig. Ich habe bis hierhin wieder gespielt. Ich habe wirklich exakt das gleiche gemacht wie beim letzten Mal. Ich habe das Geld nicht geklaut. Wir haben uns ein T-Shirt genommen. Habe ich mir ein T-Shirt genommen? Ja. Oh, Geld. Und ich sehe sehr viel. Es ist wirklich richtig geil. Ich sehe sehr viel, denn wenn ich auf der PlayStation spiele, ist es immer super dunkel, obwohl der Monitor eigentlich korrekt eingestellt ist. So, wir sind gerade den beiden entkommen, können jetzt aber da nicht mehr durch. Hier haben wir einmal, den Kasimir und den Björn. Und wir haben einen neuen Dialog freigeschaltet. Ich wette, der ist vom betrunkenen Mädchen. Nein. Vom Pitbull. Nein. Vom relaxten Mädchen. Oder etwa von Frank. Sie hat übrigens gerade hier hochgeguckt. Und ich kann hier nach oben gehen. Okay. Ich würde aber mal mit Frank vorher reden. She returns. Ui. Wer war der Typ gerade? Did you see that guy I ran into? Acted like I was supposed to know who the hell he was. Yeah. I know him. He works for Damon. Damon Merrick? I see you've heard of him. This is his place. Damon's a friend of mine. Das hat sich jetzt aber gar nicht so gut angehört. Damon ist hier der vom Graffiti? Das haben wir zweimal in der vorherigen Aufnahme gelesen. Wo führt die Treppe hin, ist übrigens auch ein neuer Dialog. Where do those stairs go? Up. Real helpful, Frank. I mean, will I get a better view of the band up there? How the fuck should I know? Floor above's rotted all to hell, okay? No one goes up there. Fine. I'll see you later. Whatever. Es ist viel angenehmer jetzt zu spielen. Also ich kann manche Spiele sogar besser mit dem Pad spielen, ne? Aber Life is Strange, ich weiß nicht. Gefällt mir einfach mit Maus und Tastatur viel, viel besser. Ich guck mal gerade. So, Aufnahme läuft. Alles in Ordnung. Ich kann jetzt also Life is Strange einfach mal völlig spontan durchspielen. Ne, ist wirklich mein Plan heute. Okay, wir gehen einmal die Treppe hoch. Wenn Chloe das denn macht. Erstmal nochmal. Nee, angesehen haben wir das ja schon. Wir gehen nach oben. Oh, Chloe. You should be more careful. It's a rough place. I don't like your attitude. Ich mag deine Stimme, dein Aussehen und deinen Charakter nicht. Was ist laut? Warte mal. Entschuldigung. Okay, beleidigen, dich entschuldigen, weggehen. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin jemand, der geht dann eher Ärger aus dem Weg und ich will auch nicht, dass hier was passiert. Vielleicht das ein oder andere Mal werde ich sicherlich doch waghalsig werden. Ich würde weggehen. We're not done. Spring in die Menge. Okay. Hier. Jetzt bin ich gerade kurz davor, doch beleidigen zu drücken. Ich beleidige ihn. Then how about
I show you how unimpressed I am with limp dick assholes who get butthurt over a spilled beer? I think she's calling us out, dude. She's gonna regret every word. Every word. Uh-oh. Oh, this is gonna be good. I'm gonna teach this little punk some manners. I'm serious. You wanna see me get angry here? Because I'm getting there. And it won't be pretty. It won't. She thinks she can take you? Rachel, ich habe gerade gesehen, ihr habt gesehen, dass ich laut und leise gemacht habe, weil ich bin so Banane. Ich habe eine Bildschirmaufnahme gerade, anstatt so eine Fensteraufnahme. Ignoriert das einfach. Ich hoffe, ich bin nicht irgendwann mal in mein Menü gegangen oder so. Wähleweise, diese Tat wird Konsequenzen haben. Angreifen oder wegrennen? Schnell wegrennen. Rachel? Lauf! Come on! Hurry up! Damn, I'm caught up in a trance of useful arrogance, a voice of silver pain. Lost, no one gave it us, no one gave it us. Let me go, Frank! Not gonna happen, calm down. Come on, man! Walk away! Screw this! Yeah, you're ready for me! Chloe, das hast du dir doch verdient. Und wir haben Rachel gesehen. Das erste Mal. Episode 1. Erwacht. So, da sind wir jetzt wieder zu Hause. Und ich musste direkt mal so ein bisschen das Zimmer beobachten. Also sie war schon immer so, da hat sich jetzt gar nicht so viel geändert, ne? Zu der Chloe, die wir sonst kennen, bis auf die Haarfarbe. Und ich hoffe wirklich, dass wir noch irgendwie mitbekommen, wie sie sich die Haare färbt. Hole to another universe. Das ist für mich immer einer der Hinweise gewesen, dass ich mir immer vorgestellt habe, dass es viele alternative Realitäten gibt hier in Life Strange. In Life is Strange. Dass es sich vielleicht um verschiedene Universen handelt, dass man halt auch nicht nur, man sieht ja jetzt gerade, ne, wir haben schon wieder ein Life is Strange Spiel mit der Chloe zwar, aber man könnte theoretisch auch in diesem Universum noch ganz viele Geschichten erzählen. Ich bin gespannt, was die Entwickler da vorhaben, aber das hier wurde ja von Deck 9 entwickelt, nicht von Donut. Aber ich muss sagen, ich fühle mich jetzt schon richtig wohl hier. So, Chloe, ich glaube, es ist Zeit aufzustehen. Noch wieder ein wunderbarer Soundtrack. Shit.
Sometimes all I want to do is shut my eyes and tell the world to go to hell. Oh, Chloe, ich kann's so verstehen. So, ein Foto? Hey, Max. Hey, Dad. Another day in paradise. Right? Und Max war also auch weiterhin, sonst wird das Foto da nicht hängen, Max war weiterhin ein großer Teil ihres Lebens. Daily rituals are important, even when they involve writing unread letters to friends who have forgotten you. Das habe ich ja gesagt, ne? Dass ich mag ja chatten überhaupt gar nicht und habe aber Gott sei Dank eine Freundin gefunden fürs Leben, die genauso ist wie ich, dass wir halt nicht uns ständig schreiben, eigentlich mittlerweile täglich, aber sie geht ja jetzt auch 2 Jahre weg, uns nicht ständig schreiben. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Woche oder 2 Wochen nicht schreibe, ist völlig okay, dann wartet sie einfach und umgekehrt ist es genauso, weil ich dann weiß, okay, die hat zu tun, ne? Aber hier ist es so, ich kann Max hier überhaupt gar nicht verstehen, eben weil ich ja eigentlich auch jemand bin, der nicht gerne schreibt. Aber hier ist es halt so, Max hat ja gar nicht mehr geantwortet nach einer Weile. Max hat nicht mal gesagt, ich schreibe dir später hier, ich habe gerade Stress oder so. Max und die sind halt seit der Kindheit auf befreundet. Ich frage mich, warum? Ich frage mich wirklich, warum. Das wäre was ich bei Melissa niemals machen würde. Wenn sie sich jetzt nochmal melden würde, irgendwie, Tati, ich könnte das nicht. Ich lese es mal vor hier. Ich lese es mal nicht alles vor, aber Max, die Verliererin. Ja, genau. Ich habe dich eine Verliererin genannt. Willst du wissen, warum? Weil du gestern Nacht nicht beim Firewalk warst. Selbst Frank war da. Er ist mein Dealer. Oder Mama, falls du das liest. Er ist mein Dealer und du solltest das nicht lesen. Das war die beste Nacht meines Lebens. Ich bin auf den Gleisen zur alten Sägemühle gewandert und habe den dummen Türsteher so lange blöd angemacht, bis er mich reingelassen hat. Firewalk war abgefahren. Wer hätte gedacht, dass solche Konzerte in einem Café Arcadia Bay stattfinden? Scheiß auf Seattle. Außerdem hätte ich fast einen aufs Maul bekommen. Nichts Besonderes, aber da waren diese 2 widerwärtigen Arschlöcher, deren Eier ich zerquetscht habe. Oh ja, und ich wurde von dem beliebtesten Mädchen der Schule gerettet. Wie war deine Nacht, Verliererin? Firewalk plus Chloe, besser als Max. Liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als ich mich beschwerte, dass ich eine E-Mail verschicken wollte und das Internet nicht funktionierte. Und heute dachte ich, hey, vielleicht ist es an der Zeit, dass ich Max mal schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weil wir haben seit 3 Monaten nicht mehr miteinander gesprochen. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und... Nicht, dass ich jetzt deswegen sauer wäre oder so. Scheiße, das werde ich doch nie abschicken, oder? Chloe, die Entfreundete. Oh, Chloe... Schreib deine Gedanken nieder. Da haben wir Max. Max, das hier ist schon besser. Hier kann ich dir schreiben, ohne dass ich mich fragen oder sorgen muss, ob du mir je antworten wirst. Vielleicht, wenn du eines Tages zurückkommst und dich dafür entschuldigst, mich komplett vergessen zu haben und wir uns wieder vertragen, vielleicht zeige ich dir das hier und wir können es lesen und darüber lachen. Und jetzt muss man mal nochmal darüber nachdenken, dass Max Chloe gar nicht erkannt hat am Anfang. Sie hat nur die Haare gefärbt. Ich denke mal schon, dass sie sie doch noch erkannt haben könnte. Oder vielleicht beschließe ich, dass das Tagebuch Max viel cooler als die echte ist und du lebst eben für immer hier drin als meine imaginäre, frühere, derzeitige beste Brieffreundin. Die Zeit wird es zeigen. Chloe, die Tagebuchchefin. Bist du bereit? Mama hat einen Trip für den nächsten Sommer vorgeschlagen und ich dachte, cool. Aber dann fängt sie davon an, dass David dabei sein wird. Entschuldigung, habe jetzt gerade auf das Bild rechts geguckt und gleichzeitig gelesen. Ja, dieser David, der möchte gern Sergeant, der sich auf meine Mutter gestürzt hat und an ihr klebt wie ein übler Pickel. David, der Schnurrbartschrecken vom Planeten Scheiße. Dieser beschissene David. Jedenfalls merkte ich höflich an, dass es vielleicht zu früh ist, um anzunehmen, dass David noch hier ist. Oder noch atmet. Shit happens. Wie du dir vorstellen kannst, kam das nicht gut. Mal im Ernst, wenn der Kerl in 3 Monaten noch hier ist, hat sie echte Probleme mit ihrem Selbstwertgefühl und echte Pläne für eine Selbstverbrennung. Schlag's nach, Nerd. Sie verdient was Besseres. Mehr wollte ich damit gar nicht sagen. Aber sie wollte es nicht hören.
als sei ich das Arschloch hier. Chloe, das Arschloch. Du weißt, dass ich nicht mehr oft zur Schule gehe. So wie du nicht mehr oft mit mir sprichst. Lustige Geschichte. Mir fiel keine andere Ausrede ein, also habe ich es gelassen. Ich tauchte einfach nicht auf. Und es war okay. Niemand hat irgendwas zu mir gesagt. Verrückt, oder? Es ist, als sei ich auf einmal unbesiegbar. Vielleicht ist das der Vorteil daran, das Mädchen mit dem toten Vater zu sein. Keiner weiß, was mit mir zu tun ist. Alle sind erleichtert, wenn ich zu Hause bleibe. Hätte ich das doch bloß eher herausgefunden. Denk nur an all die verschwendete Schulzeit. PS. Ich habe an Pris aus Blade Runner gedacht, als ich mir das letzte Mal die Perle geputzt habe. Was? Anfangs dachte ich an Deckard oder wie hieß er doch? Aber dann hat Pris ihm die Show gestohlen. Egal, bedeutet vermutlich nichts. Ich glaube, ich will bloß ihren Pony. Chloe, das Elektroschaf. Ich höre gleich auf, ich schwöre. Ja, und das war's auch schon. Chloe, es tut mir so leid. So, das nehmen wir uns aber wirklich dann für später vor. Hier, ne? Dann haben wir noch Episode 1. Hier. Hey Kids, Free Candy Inside. Das haben wir auch gemacht. Shit to Tag. Nicht, dass wir das verpasst haben, weil das kam mir irgendwie bekannt vor. Egal. Gehen wir schon hin. Stimmt das doch. Moment. Nee. Das ist aber, ich habe jetzt nichts verpasst. Last night, seeing Firewalk live. The skeevy assholes. That girl. Was that really Rachel Amber? You smell like cigarettes and beer. Better change clothes. Das machen wir sofort. Aber vorher will ich mich natürlich hier umschauen. Was ich übrigens gesehen habe, als ich bis hierhin wieder gespielt habe, ne, war, also wenn man die rechte Maustaste gedrückt hält. Oh, da stand nämlich eigentlich Firewalk, ne, das Konzert, und jetzt steht hier Klamotten wechseln. Also die nächste Aufgabe, krass. Kann man es wirklich in der Hand rechte Maustaste gedrückt halten? Mr. Hi-Fi. Hallo, Mr. Hi-Fi. Fun fact. Shark babies eat their siblings in the womb. Maybe that's why I'm an only child. Okay. Fantasy Posters, das passt ja mal gar nicht. Used to dream of riding a unicorn as a kid. But then all the unicorns died. Ich will das nicht abreißen, aber ich will natürlich auch wissen, was dahinter ist. Aber ich lasse es erstmal. Hallo. So, was haben wir hier? Bask, ye mortals, in the light of the glowy bear. Oh, und das Foto. Was ist mit dem Foto passiert? Dad was so proud of me for winning that stupid science fair. Chloe noch ganz anders, wirklich komplett anders. Ne, Papa ist wirklich ganz stolz. Den benutze ich mal noch nicht. Klassenfoto. That really was Rachel Amber. And she saved my life. How was last night even real? Victoria. Hier ist Victoria. Hier ist Chloe. Warren. Das ist so ungewohnt. Wir kennen die alle. Und hier ist Rachel Amber. Wie krass ist das denn bitte? Das müsste... Nee, hier müsste Kate... Nee, wo ist Kate? Hier müsste Kate sein. Ach, krass. Krass. Und das ist die... Die irgendwie die Zähne nicht aufgekriegt hat. Das ist Nathan? Okay, krass. Das machen wir sofort. Hold to another universe. Oh mein Gott. Man kann in Zukunft so viel machen und es wird. Ich bin mir so sicher, es wird in Zukunft so viel noch gemacht werden mit der... mit diesem Universum, mit dem Life is Strange Universum. Ansehen. Man, I am killing it this year. Somehow I don't think Mom's going to feel the same way. Okay. Chloe Price. Okay. Vieren und Fünfen. Nee, Dreien und Vieren. Nee, warte mal. Wie ist das nochmal mit dem System? Das muss eine 3 sein und das hier eine 4.
Ah, ich weiß nicht mehr, wie das war. Ist es so, dass in Amerika das nur bis zu 5 geht? Also F ist auf jeden Fall das F. Ne, warte mal. Ach, ich bin so doof. Ja klar, eh noch. Okay, dann hast du die 3 und 4. Oh, es ist spät. Ich muss heute so viel Life is Strange aufnehmen. Ich will es aber auch aufnehmen, aber es war ein sehr langer Tag heute. Diejenigen, die die gestrige Folge gesehen haben oder mich auf Twitter verfolgt haben, die wissen, dass es ein sehr langer Tag war. Okay, oh, guck mal, hier sind noch die... Hier hat es andauernd gefehlt. Parent-Teacher-Conference recommended. Und hier wurden die Eltern einberufen. Unfokussiert, bla bla. Und sie ist einfach nur... Ach, Chloe. Ich wette, wenn wir jetzt ein Zeugnis finden würden von, keine Ahnung, vom vorm Tod vom Vater, das ist April 14, 2010, da wären die Noten bestimmt viel, viel besser. Soll ich es wegwerfen? Ich werf das mal weg. Yeah, no one needs to see that. Thank you. Bitteschön, Chloe. Der Wecker? I'm perfectly capable of waking up without you, you know. Eventually. I'd like to think my humor has improved with age. Why can't you be more positive? Okay. Achso, ich dachte, da kann ich noch... Warte mal, zurück. Und wir können es verbessern. Better living through chemistry. Ach, Chloe. Wisst ihr, was ich gerade feiern würde? Das wird nicht so sein, weil ich kann mich nicht mehr an dieses Plakat erinnern. Das kann aber auch im Hauptspiel hängen. Wenn man das jetzt hier macht, ne? Man malt hier was drauf und das Hauptspiel kam ja vorher raus. Und es ist so irgendwie connected, dass im Hauptspiel das jetzt auch auftaucht. Wisst ihr, wie ich meine? Das finde ich irgendwie ja, ganz lustig, aber ich glaube gar nicht zu realisieren. So, das haben wir auch angeguckt. Was haben wir da unten? Bär? Max made me this mix CD years ago. And because it was Max, not a single song was pirated. Ach, guck mal. Das Lied. Das Lied ist das, was wir gerade gehört haben. Das ist also geiler Soundtrack wieder. Richtig geil. Und hier nochmal. As awesome as some of those shows with Elliot were, they were nothing compared to Firewalk last night. Elliot ist der Typ von den SMS und da müsste ich gleich nur mal, ich lese die nicht nochmal vor, aber ich gucke da einfach mal rein, damit ich das gemacht habe. Wir lesen mal. Ich habe die alle gespeichert, du musst das Foto löschen, auf dem ich tanze. Nur mit dir lasse ich mich so gehen. Frohes zweimonatiges Jubiläum. Elliot, aber Chloe ist doch nicht mit ihm zusammen, oder? Oder sind einfach nur befreundet, aber zweimonatiges Jubiläum? Der fühlt sich aber ziemlich wohl mit ihr, ne? Sorry, Elliot, aber nope. Nope. Und Rachel. Sie ist so toll. Rachel ist so toll. Und ich finde sie jetzt schon echt super. I hate you, I love you. Moravi, White Blood, French. Okay, dann ansehen. Mom said I was too young to go. She was wrong. And it was awesome. Oh Mann, sie hört einfach so auf niemanden. Das sollte man aber manchmal. Die Eltern, die wissen auch oft, was gut für einen ist. Tatsächlich. Oh Gott, ich höre mich so langweilig an. Was ist nur aus mir geworden? Ansehen. I used to love skateboarding. It's the only mode of transportation that doubles as a middle finger to authority. So, hier können wir uns gleich anziehen. Piratenhut. I bet Long Max Silver traded her hat for beer and booty long ago. Ach, Manu. Okay, das irgendwie ist mir das sehr wichtig in Spielen, dass ich mich im Spiegel sehe. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es wirklich nicht. Wir spielen übrigens die Deluxe Edition. Es kann also sein. Ja. Es kann also sein, dass ich mir noch andere Anziehsachen gleich aussuchen kann. Ich weiß es nicht. Ansehen. One of these days I'm actually going to use you to do my homework. Benutzen. Ask Miss Arcadia. You're the only source of info I trust in this town. Ask Miss Arcadia. Did you hear about Firewalk? Komm ich so. Oh, warte mal, ich kann ja hier auf Deutsch. Oh, ist das schön. Liebe Miss Arcadia, habt ihr gehört, dass Firewalk in der Stadt spielen wird? Ich war an allen Veranstaltungsorten der Gegend, aber niemand weiß was. Sergio 22.
Anscheinend nicht an allen Veranstaltungsorten. Deadfan. Okay, das ist quasi wie so ein Chatverlauf hier. Warte mal. The Doctor. Haha, look at. Warte mal. Schon mal was von der Mühle gehört. Oh, scheiße, wenn du siehst, guckt niemanden in die Augen. Wenn du ihn in die Augen guckst, guck nicht weg. Wenn du wegguckst, brauchst du jetzt auch nicht mehr auf meinen Rat zu hören. Ran. Haha, sieh meine Augen. Meine Augen sind außerirdisch. Toller Film. The Doctor. Sind damit diese beschissenen, verkackten Scheißengel von Doctor Who gemeint? Ich spiele so viele Horrorspiele, ja? Aber auf diese Scheißengel kann ich einfach überhaupt gar nicht. Der Gong hat verboten gekriegt, sich hier irgendwas von Dr. Who zu holen, was in Richtung der Engel geht. Gesandter des Grauens, aber das Original, The Doctor. Verstehe, was ist die Mühle? Firewalk Forever, wie niedlich Deadfan. Und sie heißt einfach nur Chloe Price. Vorheriges Thema, die Prescotts und die... Wait, what? Who? What photo? An Chloe Price, betreff Victoria Chase hat ein Foto kommentiert, auf dem du markiert bist. Um das Foto zu sehen, klicke auf den folgenden Link. Scheiße, muss ich das jetzt hier in echt eingeben oder was? Warte mal, kann ich... Klick auf den Link! Ah! Okay, ich schreibe gleich alles zusammen. I have feelings about this. Most of them are not good feelings. Ja, aber guck doch mal. Rachel, Firewalk, Trevor, Knight, Victoria, du siehst scharf aus. Wer ist süß in deinen Armen? Debra, irgendwas? Debra Borgen, glaube ich. Taylor, so ein Spaß. Küsschen. Dana, Glamour, du hast es echt drauf. Trevor, wer ist Debra Borgen? Armand, die auf dem Foto mit Rachel. Juliet, oh, Rache, du bist so umwerfend. Ich hasse dich. XO, XO. Victoria, und wer ist Armand? Armand? Trevor, Alter, das ist Chloe Price. Victoria, Taylor, war Rachel nicht in deiner Pyjama-Party gestern eingeladen? Ich habe mich gewundert, wo sie ist. Steph Byrne. Victoria, oh nein, es war nicht so gemeint. Es hat so viel Spaß gemacht. Alyssa, eine äußerst intelligente Unterhaltung. Das ist so ein schönes Bild. Oh Gott. Ich werde es irgendwie verhindern. Ich weiß, wie es ausgeht, aber ich werde es irgendwie verhindern. Ja. Ja, was ist denn jetzt hier mit? So, da bin ich wieder. Ich habe gerade mal geguckt, ne? Ich habe kurz einen Cut. Die Adresse gibt es überhaupt gar nicht. Und da ist das Foto gemeint. Offensichtlich. Entschuldigung. Und wir gehen zurück. Jetzt hätte ich eigentlich auch mal den Bildschirmmodus wieder ausmachen können. Ach, egal. Dann seht ihr, ab und zu mache ich mal lauter und leiser. Ich hoffe, das ist nicht sehr störend. Sobald ich die erste Pause mache, werde ich das aber ändern.